Wir starten die letzte Nebenmission hier. Eskorte. Ah, je, dein Ziel ist es. Zu sichern, ja, das ist immer so eine Sache hier. Eskorte. Ich würde sagen, 2 von 11, das lassen wir so. Jo, das lassen wir so. Okay, go. Eskorte. Die Chef von Rob immer wieder Urteilen, sondern mittlerweile in der Produktion geworden. Die Lage ist so heikel, dass sie blablabla Konvoi zu beschützen, blaue Angreifer abzuschrecken, sobald die Lieferung sicher angekommen ist und ihre Lands erhalten sie ihre Bezahlung. Ja, okay. Command Interface initiated. So, das ist eine Begleitmission. Wir müssen eine zuvor festgelegte Position erobern, uns mit dem Konvoi treffen und alle Fahrzeuge heil zum Zielort geleiten. Hier befindet sich der Treffpunkt, die Alpha-Zone. Treffen Sie sich mit dem Konvoi und begleiten Sie ihn zur Exfilikationszone. Wow. Danach setzen Sie sich ebenfalls ab. Viel Glück. So. Mal gucken, zerstören sie die Blockade. Ja, das wird die hier sein, ne? Moving out. Moving to position. Ja, ich muss da voll drauf, ne? Ja. Okay, so. You betcha. Oh, ich glaube, ich habe den falschen Einheit gewonnen, oder? Nee, doch nicht, doch nicht. Okay, hierhin. Heading out. Artillerie. Ja, hier so hin. Coordinates received. So, dann gucken wir mal, was das für eine Blockade ist. Er kommt. Na, ja, machen wir das. Wir klauen ihm jetzt einfach. Ganze. Das offene Feld, wie es sein soll. Ready for orders. So, Artillerie. What? Wow. Okay, das ist übel. Das ist übel. Waiting on you, Commander. On my way. Tolle Lauf-Session, wo du gemacht hast.
Okay. Wer kommt da? Good to go. Moving out. Copy that. Freigelegt. Good to go. Firing all way. Wow, die ist ja richtig übel gerade drauf, die Lady. Some heavy damage. Boah, macht die gerade Schaden. Übel. Okay. Dann kannst du eigentlich den Rest hier machen, oder? Geht das? Ja. Dann ich bin vielleicht sogar erledigt. Nee, aber er schwankt. Er schwankt. Good to go. Okay, Glitch, dann würde ich sagen. So, alles so über 80, da ist die Wahrscheinlichkeit doch schon höher, dass du triffst. Okay, Decker, aber das war noch nicht alles. Wo würde der Konvoi hinfahren? Das ist eine gute Frage. Oh, damit wird die Frage beantwortet. Ich glaube hier runter. Er könnte aber auch hier lang. Ich habe ein bisschen ausgeschlossen heute. Ne, meine Vermutung ist, dass er hier diesen Weg fährt. Coordinates received. Move order received. Don't need to tell me twice. Roger. On my way. So, und du gehst dem Konvoi guten Tag sagen. Good for now. Cooling down a bit. Roger that. So, wohin fährt er? So, ich habe gerade mit dem Konvoi Capello gesprochen. Sie hat das Gebiet um ihre Position gesichert und sie befinden sich jetzt auf dem Wixing-Stationspunkt. Sorgen Sie dafür, dass der Konvoi dort ankommt. Ach, come on, da hinten? Das ist nicht dein Ernst. Beachten Sie, dass der Konvoi versuchen wird, in Ihrer Nähe zu bleiben. Um geschützt zu sein, rücken Sie weiter vor und eskortieren Sie ihn bis zu ihr. Oh, ich hab das... Ach, scheiße. Ja, toll. Ja, fahr da natürlich vor. Das muss ich natürlich mit denen hinterherhetzen erstmal. Aber anscheinend waren sie wirklich. Ah, das ist doch nicht dein Ernstspiel. I read you, Commander. Moving out. Location confirmed. Ja,
da kommt doch bestimmt irgendwas Übles. Deswegen, ich muss mit dem Mech da was vor. Immerhin geht die KI nicht blind, einfach fahrt einfach los und sagt, hö, mir doch egal, wo du bist. Das ist doch schon mal was Positives. Artillerie hier hin. Roger. Schicke ich mal hier so außen rum. On my way. Aye, aye. Das ist ruhig, zu ruhig. Hier ist echt nichts gerade. Got it. Ja, war doch klar, dass da was kommt. Es hätte mich so weit überrascht, aber... Feuerkonzepte sind so ein... Ja. Hold this position, Commander. The package will be on its way soon. Und jetzt stehe ich natürlich richtig beschissen da. Die schicken Autos? Okay. So, okay. Standing by. On my way. Machen wir den mal auf. Okay. Darf der jetzt schon feuern? Nee, noch nicht. Okay. I hear ya. Take this. Fahrzeug zerstört. Waiting for orders. On it. We can do this!
Enemy vehicle destroyed. Moment, du könntest nach hier. Location confirmed. Hierhin. Das ist nicht dein Ernstspiel. Nicht schon wieder. Das ist so nervig mit diesem Pilot. Also, das kann doch nicht wahr sein, ey. Yes, Commander. Kann doch nicht wahr sein. Good to go. Na, dann machen wir das. That's a critical hit. Der hat's überlebt. Okay. Na, wir werden jetzt diesen Albtraum da, diesen Spuk da beenden. Oh, ey, das ist echt zum Kotzen mit diesem Pilot verletzt und oh, wieder richtig nervig. Von da aus nicht Feuer? Doch, ich wollte aber schon sagen, was ist jetzt los? Yes! Hostile eliminated. Okay, Commander, das Gebiet wurde gesäubert, da ist es mit der sofortigen Landung startet. Halten Sie die Stellung. Oh, das ist zum Kotzen, schon wieder ein Pilot. Das ist ja echt nervtötend. Die treffen die Scheiße auch immer wieder, ne? Immerhin, zweimal Bonus gekriegt. Perfekt. 500.000 was gekriegt. 217, was das Ding? Ja, Pilot verletzt. Na ja, geil. 20 Tage. Geil. So, tja, was richtig Geiles kriegen wir hier auch nicht, ne? Ja, komm, dann holen wir uns das hier. Hier. Und kriegen dann noch zwei Teile. Ja. So einen kleinen Mesh haben wir aber zusammen.
Ja, das ist schon wichtig, dass hier, das mache ich ja auch schon die ganze Zeit, dass die halt echt stabiler sind und so. Diese Teile sind schon wichtig, deswegen wäre es cool, wenn ich mal wieder so ein paar Teile kriegen würde. Meshbuch, mal gucken, ob sich da was. Ne, da ist nichts, aber ich kriege einen. Ah, wieder einer abgekriegt, das darf nicht wahr sein. Waiting for orders. Bridge, 20 Tage. Was heißt denn das eigentlich, maximale Verletzungen? Okay. Also, gut, ja, okay. Receiving you. So, 2,6, kann man irgendwas machen? Nee. Ja, irgendwas machen? Nö. Yes, Commander. Das auch nicht, ne. Commander? Hier könnten wir die Taktik vielleicht. Gezielter Schuss, ja, das ist eigentlich. Mech Warrior Training complete. Gar nicht so verkehrt. Jetzt bin ich am Überlegen der Rekrutierungshalle, ob ich da jetzt so einen hole. Good to go. Ja, ich hole den Scheiß drauf. New Mech Warriors available. Zeig mir mal, was der so hat. Commander? Ja, du bist ein Aufklärer. Werden wir dich zum zweiten Aufklärer machen. Den mal so Stück für Stück ranführen. Ja. So, gucken wir hier rein. Aufträge. Ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt die Reise. Halbe. What the hell? Guck ich mal, wo sehen wir. Die Reise geht nach Lithriton und hier. Wir gehen mal kurz auf die Sternenkarte. Und das wäre hier. Wir sind hier und die Reise würde nach hier gehen. Okay, dann gucken wir uns mal diesen Planeten an. Derzeit können uns auch Matchkriege auch heilen. Ja, und die Reise müssen wir ja auch nicht bezahlen. Da hole ich mir lieber alles hier. By your command. Das lohnt sich ja nicht. Okay, sie machen sich durch ihre Aktionen gegen unsere Interessen einen mächtigen Feindkommander. Wenn sie Piratoperationen in dieser Region weiterhin behindern, werden sie dafür bezahlen. Oh, wie nett, wir werden bedroht. Wie süß. Ja, weiter. Oh, das sieht cool aus. Das sieht richtig gut aus. Ja. Hier so. Genial. So, sind wir jetzt gleich da. Wunderbar. Dann müssen wir noch ein paar Tage durchmachen. Oder vielleicht lassen wir sie jetzt echt mal ausruhen. Wir haben jetzt hier eine kleinere Mission. Könnte man vielleicht sogar mal machen. Wir haben den Bereich, um den Auto fortzufahren. Okay. Nee, Moment. Stopp. Noch nicht. Wir gucken erstmal hier in die Rekrutierungshalle hinein. Nee, nix. Den, wo wir da haben, der ist richtig gut. Da haben wir richtig guten Griff gemacht, würde ich sagen. Ja. So, dann gehen wir mal den Laden gucken und hoffentlich gibt es hier ein bisschen besseres Zeug. Hier gibt es Mesh-Teile. Ja. Hab ich nix. Muss mal gucken. Bucht. Lager, Mittel, Quiffen,
Wolverine. Widerhook habe ich auch schon zwei. Ein Griffin gibt es wohl zwei. Ein S-Modell. Ah, okay. Interessant. Turion wieder ein, ja. Ja, hier ist es halt. Greetings, Commander. Come on in. Yeah. Okay, gut. Okay, gehen wir mal bei Bewaffnung. What the hell is this? 15 mal 5. Stande 270 Meter. Okay, PK plus. 50 Schaden. Sehr weit. Optimal 360, maximal 540. Eine LSR macht 420, 630. Das kommt schon fast hier so hin, ne? 7 Gewicht, eine LSR. 5 Gewicht, ja. Aber das hier. Standard. Boah, 15 mal 5. Rutschstrecken PPK, ey, das ist eine Überlegung. Das muss ich mir jetzt mal gerade angucken. 15 mal 5. Das ist ja abartig. Das hier ist zwar sehr weit, ja, Definition von sehr weit ist immer so dahergeholt. 15 mal 5, Moment mal, da wäre die Überlegung. Mal 5. Kommt das gleiche eigentlich raus, ne? Aber von der Weite her sind die beiden hier so exakt, ne? 108. Ne, hier würde das nichts bringen eigentlich. Da ist die AK doch besser. Centurio, ne. Guck mal, Vindicator. Ja, was zu machen wäre. KSR 6. Na, vom Gewicht her ist das dann ein bisschen problematisch. Aber eigentlich, die macht 60 Schaden, also das ist. Nee. Eigentlich nicht. Blackjack AK5. Wer hat die Reichweite? Ja, 45, aber. Mal 360, 540. Also 360, 540. Ah, Moment. Ich glaube, das geht ja hier auch, ne? Ja, zum Laden hier. Ja, es ist halt kürzer, ne? Die wäre eigentlich am optimalsten bei dem Aufklärer drin. Da ist das Problem, dass ich keinen Platz habe. Wie ist denn das mit der Wärme bei dir? 60. Wärme 12. Das ist schon was heftig. Und die Wärme hier? Upsa. Boah, 35. Okay. Ja, die Wärme ist einfach böse. Die PK 55 Schaden.
Ne, da ist die natürlich besser. 60 Schaden. Die hat Standard, klar, sie ist nicht weit. Aber Wärme 12, das ist halt alles zu vertreten. Müsste bei dem die Laser rausholen und das würde es nicht lohnen. Wobei ein Laser macht 12. Nee, würde sich nicht lohnen, nee. Die Waffe ist zwar ganz nett, aber für meine Sachen momentan nicht zu gebrauchen eigentlich. Nee, absolut nicht zu gebrauchen. Oder könnte man irgendwann mal so einen anderen Mesh damit ausrüsten, klar, aber das Ding frisst ja Wärme, das ist ja abartig. Okay, hier sind die Aufträge irgendwie. Ja, haben wir hier. Ich muss mal gleich gucken in meinem Ruf. Sollte ich mal gerade checken. Dann haben wir hier 217. Durchschnitt. Höller. Bei den Piraten sind wir sowas von unten durch. Aber sowas von. Die Piratenregierung. Ja, die Zahlen echt beschissen. Also ich denke, dass ich das da nicht mehr so machen würde, weil das bringt ja gar nichts. Kriegst keine Sachen, eigentlich nichts. Oh, wobei das da unten ist ganz nett. Das wäre eine Überlegung dann, ja. So, und hier wird es hingehen nach. Das ist, also das ist der Auftrag, wo wir jetzt machen. Boah, der ist ja richtig mies. Naja, okay. Der ist ganz gut. Der ist ganz gut von der Bezahlung und ja, der noch. Oh, der Rest kannst du echt in die Tonne kippen, ey. Vielleicht der noch, aber. Hm. Ja. Warte, ich gucke jetzt nochmal im Laden, was es da noch gibt. Ich habe jetzt nochmal die Waffen mir angeguckt. Ja, Munition. Ausrüstung, das will man mal. Ne, nichts Besonderes. Sprungdüsen 77.000 für Überschwere, ja. Und hier die Meshs. Beziehungsweise Meshteile. 95 Tonnen, ein Teil. Oh, X hat nur ein Teil, ne? Das ist halt. Ah, hier haben wir 5. Davon haben wir 7 schon. Interessant. Marodeur. 75 Tonnen haben wir noch gar nichts. Ja, so ein Ding zusammenzubauen, das kostet mich 10 Millionen fast. Ja, abartig. Höfen. Haben wir auch noch nichts. Ja, das wird doch nicht so einfach, wie ich das dachte. Ne, wird doch nicht so einfach mit 9 Teilen, das ist schon. Mit 8 Teilen, da habe ich mir echt schon was aufgeheizt, ey. Das ist wirklich übel. Gut, Leute, aber hier sind wir am neuen Planetenpunkt. Ich werde jetzt. Wir gucken, dass wir so 2-3 Aufträge da wohl machen. Machen halt auch. Also jetzt den ist natürlich. Und dann noch weitere 2-3. Und da würde ich sagen, dass wir uns dann langsam zur richtigen Hauptmission begeben. Das und dann mal gucken, wie es da weitergeht halt auch, weil momentan ist halt einfach nichts groß, was ich jetzt hier machen kann. Ich denke, wir müssen jetzt auch weiterkommen, damit wir auch langsam dann halt auch auf die besseren Mech-Teile halt auch zugreifen können. Mit dem Piloten, ja, ich werde jetzt erstmal, ja, ich könnte aber auch die Leichtmission nutzen, um den Piloten ein bisschen hochzuhämmern. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber,
die großen Aufträge werde ich machen, aber hier so diese kleinen Aufträge, ich denke, das würde ich, dass ich das dann höchstens offscreen dann mache halt auch. Weil das sind jetzt kleine Aufträge, das ist einfach nur um die Piloten hoch, meinen Pilot dann da hoch zu leveln. Das wäre so eine Möglichkeit. Waiting for orders. Dass ich den da ein bisschen hochlevele jetzt langsam, ja. Der hat das, ja, und der soll halt dahin. Das braucht halt ein bisschen. Das heißt, den werde ich jetzt auch ein bisschen einsetzen. Wobei, sie will ich schon haben. Dann müsste er... Ja, den will ich schon dabei haben. Ja, dann macht sie jetzt einfach mal eine Pause. Punkt. Obwohl ich das eigentlich nicht will. Nee, ich will, dass die erst oben sind und dann kann man die in eine Pause setzen. Das da so halbe Sachen bringt mir gar nichts. Und was ich vielleicht mal mache, ist den Typen rausschmeißen. Ja. Und dann machen wir kurz Folgendes, dann lasse ich jetzt noch kurz schnell die Zeit durchlaufen. Nee, die Piloten, die will ich erst alle oben am Level haben und dann kann man dann so Stück für Stück rekruten, wie man so schön sagt, einsetzen. I've got the financial report. 271.000, ist es in Ordnung? Nee, das bleibt. Die Moral kriege ich wohl erst hoch bei... bei was war das? Bei den Hauptmissionen, glaube ich, wo ich die Moral wieder jetzt steigern kann. Gut, sind alle wieder fit? Good to go. Orders. Und der kann ja sogar 5 Verletzungen aushalten. Commander. Receiving you. Das ist schon... Ready, ja, Aufklärer ist richtig stark geworden bei mir. Ja, da müssen wir halt auch mal gucken mit dem Mesh, dass wir da dem vielleicht bald auch mal einen anderen geben. Halt auch die Waffen dann halt auch ändern. Ich würde ihn gerne in so einen Shadowhawk setzen, ganz ehrlich. So ein Aufklärer wäre schon krass. In der Bewegung her würde das ja auch gehen, weil... Der Pilot gibt das ja her. Passt. Oder vielleicht einen anderen. Müssen wir mal gucken, halt auch so. Aber momentan ist das alles ganz gut, halt auch so. Das sind halt die Mess, die wir halt auch schon von Anfang an hatten. Bis auf den einen Venturio. Das ist der Artillerie-Mesh und der ist... Ja, übel. Sieht man ja. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.